Die Kreatur, die ich in den ausgebrannten Überresten des Gartens vorfand, sah wie ein Schwarzer aus. Und sie konnte in meinen Verstand eindringen, das Innerste aus mir herausholen. Aber sie war auch kaum mehr als ein Baby. Und ich bin mir sicher, dass sie mich erkannte und Angst bekam. Sie ließ mich einmal bewusstlos zurück. Gerade lange genug, dass ich gefangen genommen werden konnte. Herr Sturmbannführer, diese Gefangenen wurden am Botanischen Garten festgenommen. Anscheinend haben sie etwas gesucht. Diese beiden sind Rote, weigern sich aber zu reden. Der dritte sieht nach einem Ranger vom Orden aus. Ein Mutant von der Größe eines Kindes wurde in ihrer Nähe erwischt. Er wurde ebenfalls als Rache ausgeliefert. Darum kümmere ich mich später. Der hier? Vermutete Mutation. Nein, nein, ich bin normal. Seht ihr? Zwei Arme, zwei Beine, 10 Finger. Versteht ihr nicht? Ich bin ein Bürger der Hanse. Klappe halten! Du bist hier nicht in der Hanse. Hier wirst du verdächtigt, fehlerhafte Gene zu verbreiten. Und das ist deine Prüfung. Wenn dein Schädel die richtigen Proportionen hat, kannst du gehen. Wenn nicht, bist du eine Abscheulichkeit. Wissenschaft, verstehst du? Das ist ein Skandal! Ich hab dir gesagt, du sollst stillhalten. Und? Mal sehen. 318 Millimeter mal 302. Gucken wir mal in die Tabelle. Oh, Glückwunsch! Du bist ein Mutant! Nein! Zum Müllschlucker. Eine einfache Frage. Welchen Auftrag hattest du im Garten? Fahr selbst zur Hölle! Faschist! Puh. Ich zähle bis 3. 1. Die rote Linie, lebe hoch! 2. Lang lebe Genosse Moskvitz! 3. Bitte, bitte. Ich rede auch. Aber nichts von den anderen, ja? Die bringen mich um, wenn sie das hören, okay? Bringt den hier zur zweiten Einheit. Normalerweise mischt sich das Reich nicht in die Angelegenheiten des Ordens ein. Aber hier haben wir euch, die Roten und den Freak, alle zusammen im gleichen Netz gefangen. Das gefällt mir nicht. Also rede, oder du kriegst eine Kugel ins Hirn. Auf den Offizier! Hey, du! Hier, nimm das Messer. Behalte es. Du gehörst also zum Sparta-Orden. Ich bin von der roten Linie. Unsere Vorgesetzten verstehen sich nicht besonders was. Aber ich würde sagen, scheiß drauf. Halten wir zusammen, ha? Dabei. Ich verstehe. Ein ferngesteuertes Schloss. Eines ist sicher. Wir kommen hier nur lebendig raus, wenn wir zusammenarbeiten. Gut, also, was hatten die über den Müllschlucker gesagt? Okay, verschwinden wir von hier und dann trennen wir uns. Siehst du die Rohre? Das ist ihr Notfallplan. Wenn es einen Aufstand oder eine Flucht gibt, öffnen sie einfach das Ventil und verwandeln das Gefängnis in eine große Gaskammer. Verdammt, die haben von ihren Vorfahren einiges gelernt. Psst, wir gehen, sobald der Aufzug weg ist. Lass uns aufbrechen. Gute Güte, ich habe Gerüchte von so einem Gefangenenlager hier gehört. Aber es mit eigenen Augen zu sehen... Mein Gott. Auf der anderen Seite ist ein Tunnel. Okay, ich gehe vor, du folgst mir. Und jetzt bleib leise, sonst erledigen dich hier alle. Lass uns aufbrechen. Bleib vom Licht weg und in den Schatten. Die Schatten sind dein bester Freund.
Okay, da. Anscheinend haben wir das hingekriegt. Schauen wir mal. Ein Gitter. Ach, Mist, Pech. Wackelt nicht einmal ein bisschen. In Ordnung. Da kommen wir also nicht durch. So viel wissen wir jetzt. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Was, wenn... Hey, heb mich mal hoch, ja? Komm hier hoch. Bitte. Psst. Jetzt hör zu. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur Schaden anrichten. Wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Bewegung! Danke. Unser Anführer sagt, das Erschießen sei für Mutanten zu gut. Die haben nichts Besseres verdient. Mir noch. Außerdem sieht das auch noch gut aus. Weißt du, ich stimme dem Anführer da nicht ganz zu. Der Anführer ist unfehlbar. Okay. Du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Also los. Aber nicht zu früh anfangen, ja? Aber was können wir los da machen? Bitte! Ich bin... Wir schlagen ihn mit einer Schaufel. Das ist wirkungsvoll und elegant. Hast du das gehört? Gefangene 1.30, hast du das Geräusch gemacht? Nein, ich war es nicht. Ich schwöre bei Gott. Wenn das so weitergeht, werden wir unsere Kinder... Ja, sieh sich an, in Ordnung machen. Ja. Du hast Glück. Ich dachte schon, er würde... Hey, hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Er löst die Leiter. Schnapp dir so viele, wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Du bist bald raus. Damit erreichst du nichts, außer dass wir alle getötet werden. Okay, schraub die Glühbirne raus. Warte mal, hast du das gehört? Was? Wahrscheinlich nicht. Was habe ich denn getan? Du verraust unsere Gene, Freak. Nimm das. Ah, nein, bitte nicht aufhören. Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Oben treffen wir uns dann. Spartaner. Als wenn wir für dich etwas übrig hätten. Hey Mann, öffne die Schlösser. Da ist ein Schaltbrett oben im Wachraum. Im Wachraum. Ich wünschte, ich könnte diese Tür öffnen. Den Arschlöchern würde ich eine verpassen. Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Hast du den Verstand verloren? Ich weiß nicht. Ich habe ihn angeschaut. Irgendwie habe ich meinen Sohn gesehen. Dieser Händler von der Hansa hat mich die ganze Zeit genervt. Ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ist zu viel für einen allein. So, warum laufen Sie hier rum? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit Ihnen. Ja, Herr Oberscharführer. Das ist wie im Himmel.
dachte schon, uns ging es schlecht. Ein Zahn wackelt auch. Sieht nicht so aus. Mein Leben ist wertlos. Ich kann weder sitzen noch aufstehen. Ach, Mistkerle! Na und? Das wird sowieso bald vorbei sein. Nicht mehr viel Zeit übrig. Was zum Teufel? Egal, was ich mache, es tut weh wie die Hölle. Aber sei vorsichtig. Wenn sie dich bemerken, bringen sie uns alle um. Scheiße, warum tut das nur so weh? Hey, was geht hier vor sich? Hey, du hast es geschafft. Gut gemacht. Ein echter Held. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie die Luftschleuse von der anderen Seite aufmacht. Dieser Knopf an der Wand ist für das Intercom. Drück ihn mal. Was ist los? Verstecken! Verstecken! Einen Moment. Schon viel besser. Die Mistkerle. Wer zum Teufel ist hier so? Wer bist du? Wer? Ach, nur ein Passant. In die Luftschleuse! Sofort! Lass uns raus! Da oben ist ein Schaltbrett. Damit kann man alle Zellen öffnen. Ich halte es hier nicht mehr raus. Schließe, schließe! Mach sie zu! Wir leben! Puh, wir sind auf dem inneren Kopf raus. Und jetzt geht der Spaß erst richtig los. Hier, fang! Schöne Uhr. Ha, diese kleine blaue Anzeige. Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung. Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein. Aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Granate. Obwohl, wir können sie auch ohne erledigen. Los geht's, Cooper. Du nimmst den unteren weg. Ich gehe oben und gebe dir Deckung. Einer erledigt. Na toll! Wenigstens haben wir versucht, leise zu sein. Scheiße! Du hast es doch gewollt! Dafür lassen wir sie bezahlen! Jetzt bist du erledigt, Kommunist! Der Faschisten könnte mit "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ach, du bist echt hart. Kein Wunder, dass ich dich zu einem Ranger gemacht habe. Folge mir, nicht stehen bleiben. Security, was machen? Nein, das Glück meint es gut mit uns. Unsere Späher haben eine echte Schatzgrube gefunden, den legendären Bunkerkomplex D6.
riesige Lager gefüllt mit Vorräten. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrechtzuerhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Aber D6 wurde... Herr Sturmbannführer! Was wollen Sie? Scheiße! Ein Ausbruch zum Teufel! Die Gefangene haben die Waffen ermordet und sind getötet! Was zum Teufel macht? Wenn sie lebendig sind, könnt ihr springen! Hände weg, du mieses Stück! Krieg hier durch! Krieg hier durch! Scheiße, bist du okay? Halte durch! Du Miststück! Auf den Boden! Auf den Boden, du Miststück! Ich erinnere mich! Nicht schießen! Halte durch, Artyom! Halte durch! Nur noch etwas länger! Mistkerle! Verdammt! Was sie kann! Wir haben das Unmögliche geschafft. Jetzt muss ich den Orden darüber informieren, dass der Schwarze vermisst wird. Was bedeutet, einzugestehen, dass mein Auftrag gescheitert ist. Aber wenn er unten in der Metro ist, werde ich ihn nicht alleine finden können. Ich muss zur nächsten neutralen Station kommen und dann zur Polis. Im Hauptquartier des Ordens. Pavel. Ah, okay. Sieht so aus, als hätten wir sie abgehängt. Jetzt beeilen wir uns besser, zum Theater zu kommen. Boah, das können wir nicht hin, was, Kumpel? Alles klar mit dir, Kumpel. Sehr gut. Diese Rüstung bewirkt Wunder. Scheiße! Eine Sackgasse. Festhalten! Station, was? Tja, nützt ja nichts. Von hier an müssen wir gehen. Mir nach. Okay, ich kann mich nicht erinnern, diesen Tunnel auf irgendeiner Karte gesehen zu haben. Tja, wir sind jedoch noch auf Reisboden. Da ist Vorsicht geboten. Hoppla, ein Rohr. Komm her, Artyom. Artyom, komm mal her! Die Revolution wartet nicht auf Einzelne, oder? Komm her, Artyom! Gut! Okay, warte hier, während ich mich umschaue. Scheiße! Hey! Spion, schnapp dich! Ein echter Ninja. Bringen wir ihn zum Wachposten. Und was, wenn dieser Scheißer nicht alleine ist? Achtung, zweiter Wachposten. Überprüfen Sie Ihren Sektor des Tunnels. Wir haben hier eine Ratte in der Schicht. Bleiben Sie aufmerksam. Es können noch mehr da sein. Verstanden. Überprüfen das. Ende. Für eine verdammte Scheiße. Eine Kommunistin.
Sie sind tot! Ich habe keine Mut mehr! Dafür lassen wir sie! Sobald ihr den Kommunisten seht, seid nach eigenem Ermessen, wir gehen zum Feld nicht mit den Kommunisten. Pavel wird ziemlich sicher gehängt. Wer weiß, was mit mir passiert wäre, wenn er mich nicht befreit hätte. Rot, blau, gelb. Welchen Unterschied macht das schon?
Er hat sein Leben für mich riskiert. So etwas erlebt man in der Metro sonst nicht. Ich kann ihn nicht einfach im Stich lassen. Scheiße. Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lassen würdest. Du bist ein echter Kamerad. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt bring mich von hier weg, dann führe ich dich in 0, nichts nach Hause.